Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur 6. Folge, glaube ich, von unserem schönen Russisch-Finnland-Let's Play. Ich glaube, morgen oder so dürfte auch die erste Folge erscheinen. Wir haben heute den 24. Juli und ich denke mal, eine Woche Abstand dürfte dann ganz gut ausreichen, um die erste Folge hochzuladen. Wir spielen ja immer nur auf einer 100er-Map und da passiert doch einiges innerhalb von 7 Tagen, bis dann irgendjemand drauf reagieren kann. Und es sieht gut aus. Wie ihr in der Zeitung sehen könnt, schließen wir Herrhof auf den ersten Platz. Wir haben 90 Siegpunkte, sind nur noch knapp hinter Belgisch-Kongo mit 93 Siegpunkten. Und auch unsere Koalition hält sich ganz gut auf Platz 2 hinter Afrikas Power, wobei die jetzt demnächst wahrscheinlich deutlich anfangen zu schrumpfen. Und wir bekommen noch ein weiteres Mitglied dazu. Das heißt, spätestens dann werden wir nach oben katapultiert. Es gab nämlich ein bisschen Turbulenzen die letzten 24 Stunden. Ich gehe mal direkt in die Karte rein und wir blenden mal lieber kurz die Nationenfarben kurz ein. Wir kämpfen momentan an 2 Fronten und das sehr erfolgreich. Die erste Front hier oben gegen Norwegen. Hier konnten wir schon einiges einnehmen. Ich werde heute Nacht hier noch diesen ganzen südlichen Bereich einnehmen und dann mich langsam hier hochholen und diese 4 Dinger noch einnehmen. Und irgendwann, wenn wir Artillerie haben, holen wir uns dann auch noch die KIs. Die werde ich erstmal in Ruhe lassen, weil ich keine Lust habe, hier in irgendwelche Festungen reinzulaufen. Und dementsprechend haben wir dafür auch noch Zeit. Der große Vorteil ist, wir haben hier im Osten nach wie vor, ich sag mal, die Bande der Inaktiven, die uns vor allem, was aktiv ist, im Süden noch schützt. Das heißt, ich kann hier hinten in der Tat alles fleißig wegziehen, weil auch mein Standing bei den Nationen, wenn wir uns das anschauen, mit 44, ich glaube hier bis 56% noch so gut ist, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. Das heißt, ich kann hier im Osten alles abziehen und das in die anderen Krisenherde reinziehen. Norwegen ist also Geschichte. Nachdem ich hier relativ lange Ping-Pong mit ihm gespielt habe, habe ich es geschafft, heute Nacht hier anzulegen. Bin dann einmal hier ganz durchgeschnitten. Er hat sich zwar 2, 3 Gebiete zurückgeholt, aber das ist jetzt weniger von Bedeutung. Wir sind jetzt mit so vielen Truppen hier angelandet, dass das nur noch eine Frage von Stunden ist, bis wir hier das meiste im Süden eingenommen haben. Und dann gehen wir gen Norden hoch, holen uns den letzten Rest hier und dann sieht das auch ganz gut aus. Ressourcentechnisch sieht es mittlerweile auch richtig gut aus. Ich baue auch jetzt schon die ersten 3 Eisenbahnen. Einmal hier, ich glaube, das habe ich gestern sogar in der Folge angefangen. Hier baue ich eine und in der Doppelkohle baue ich auch eine, damit wir genügend Kohle haben, um das alles zu supporten. Dann baue ich hier teilweise noch eine Kaserne. Hier ist noch eine Kaserne im Bau und irgendwo baue ich noch eine Kaserne. Mir fällt es gerade nicht ein. Vielleicht da drüben? Nee, irgendwo baue ich auf jeden Fall noch eine Kaserne. Ich habe vergessen, wo. Bin jetzt gerade zu faul nachzuschauen. Und neben der großen erfolgreichen Front hier oben in Norwegen läuft es hier unten auch richtig gut. Ich habe ja gestern, glaube ich, in der Folge Italien schon abgeschrieben gehabt. Ich habe ihm Unrecht getan. Er hat es tatsächlich geschafft, Marokko hier in eine Falle zu locken, sodass Marokko tatsächlich einen Großteil verloren hat. Gestern stand es 32.000 für Italien zu 14.000 von Marokko. Italien hat jetzt die letzten 24 Stunden nur 6.000 Truppen verloren, dafür aber Marokko über 40.000 so ungefähr. Und das lief ganz gut. Wir sind hier auch direkt eingestiegen, haben hier Marokko direkt die 3 Provinzen abgenommen. Ich warte jetzt darauf, dass die Truppen hier ankommen. Dann haben wir hier einen Stack mit 500 Lebenspunkten und dann werden wir hier seine 2 geschwächten Gebiete direkt einnehmen. Ich werde ihn einfach hier wegrennen und nach meinem aktuellen Stand wird Italien direkt hier unten reinmarschieren. Auch wenn hier eine Festung ist, sind die Einheiten relativ geschwächt und ich glaube, er wird das einnehmen, weil wir wollen ihn so schnell wie möglich vom europäischen Festland vertreiben, um das Problem dann schon mal in den Griff zu bekommen. Großbritannien ist mit dem Inaktivgehen von Deutschland irgendwie wieder freiwillig geworden. Irland kämpft sich hier gerade so ein bisschen gegen die ganzen KIs durch, verliert hier immer mal wieder was, so wie man hier sieht, und kann sich hier noch nicht gänzlich durchsetzen. Das heißt, Großbritannien ist aktuell überhaupt kein Faktor für uns und auch keine Gefahr. Das ist ganz gut, weil spätestens, wenn Irland das hier ganz eingenommen hat, müssen wir mal aufpassen, was hier zwischen Frankreich und Großbritannien passiert und ob da irgendwelche Übersetzaktionen sind. Hier oben ist auch noch Grönland, auch inaktiv gegangen, wurde nicht eingenommen und auch die ganze Ostküste der amerikanischen Vereinigten amerikanischen Staaten sind auch inaktiv. Das heißt, da haben wir auch nicht wirklich ein Problem momentan. Bedeutet natürlich, dass die hier relativ stark werden können. In Afrika, ihr seht schon, ich hetze heute ein bisschen durch. Ich will nämlich gleich noch ins Kino. In Afrika geht es ganz schön rund. Britisch Ägypten hat sich hier ganz schön breit gemacht inzwischen. Eine Sache macht mich hier mal ein bisschen stutzig. Wir haben hier oben die Afrikas Power-Fraktion, die sich hier einmal quer
am Mittelmeer entlang zieht. Und direkt südlich davon sind hier die Acta Non Verba. Und der Sudan ist im Krieg mit Französisch-Algerien, einem der Spieler hier von der Afrikas Power Koalition. Deswegen bin ich momentan ein bisschen verdutzt und gespannt, wie das hier weitergehen wird und wie sich der Krieg entwickelt. Ich tendiere momentan dazu, als nächstes hier Ägypten anzugreifen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe hier oben keinen Grund zu gehen und die Regionen werden noch immer größer. Das heißt, mein Vormarsch hier wird definitiv langsamer werden und ich denke aktuell aktiv darüber nach, hier unten bei Konstantinopel überzusetzen, heute Nacht, und hier Izmir einzunehmen und mich dann hier durchzukämpfen. Ich spiele jedenfalls momentan mit den Gedanken. Ich ziehe auch fleißig Truppen gerade hinterher. Ich glaube, die können wir hier auch noch hier hinziehen. Ich glaube, brauchen wir die hier drüben überhaupt? Eigentlich nicht mit Italien zusammen. Nee, das machen wir nicht. Die ziehen wir hier hin. Und ich spiele momentan mit dem Gedanken, hier mit einem relativ großen Stack rüberzusetzen und hier ein bisschen Trubel zu machen. Er hat hier momentan nicht so viele Truppen und zieht auch relativ viel weg. Ich weiß gar nicht, mit wem er aktuell alles im Krieg ist. Nur mit dem Osmanischen Reich, aber das sieht mir fast danach aus, als ob er hier unten auch angreifen will oder vielleicht sogar hier gegen die Muslimliga vorgehen will. Gegen Persien kann natürlich auch gut möglich sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das hier verhält und ich diskutiere momentan so ein bisschen in der Koalition, wie das bei uns weitergehen soll, wenn man sich einen Überblick mal anschauen sollte. Also ich hole mir ganz Skandinavien, so ungefähr Polen, dockt hier unten zwar ein bisschen an, das können die ruhig machen. Deutschland, Frankreich holen sich die anderen hier, die können sich dann auch Großbritannien gerne holen, wenn sie das machen wollen. Und ich helfe Italien dabei, Spanien zu erobern. Ich habe hier kein großes Interesse dran. Das ist mir dann auch alles ein bisschen zu sehr gehackstückelt inzwischen. Sodass ich lieber gerne hier runtergehen würde. Also entweder gegen britisch Ägypten, wenn das Sinn ergibt, muss ich mal gucken. Oder aber ich hole alles hierhin zurück und nehme die drei Länder hier ein und versuche gegen Kasachstan vorzugehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Der wächst hier unten nämlich in Seelenruhe. Hat zwar nur 16 Provinzen, was ganz gut ist im Vergleich zu unseren 42. Das heißt, wir kriegen deutlich mehr Einheiten rein. Nichtsdestotrotz überlege ich, ob ich mich hier auch durchfresse durch das ein oder andere Gebiet. Ich könnte es jedenfalls machen. Und dann könnten sich eigentlich die drei Kollegen hier auch gegen britisch Ägypten wenden. Das wäre natürlich eine Option, die man immer offen halten sollte. Und die Sache, die ich momentan noch nicht so gänzlich einschätzen kann, ist, wie meine Koalition performen wird. Kubaner und Ukraine scheinen semi-aktiv zu sein. Ich habe das Gefühl, dass sie so ein-, zweimal am Tag im Game drin sind, was vollkommen okay ist. Jeder spielt das so, wie er will. Und dann geben die ihre Befehle und dann laufen die halt auch erstmal, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass Kuban noch bis in den heutigen Tag Italien angegriffen hat, obwohl es heute Nacht schon das Stoppsignal dafür gab. Und Italien scheint ähnlich bedingt aktiv zu sein und Polen ist auch irgendwie nicht so 100%ig bei der Sache. Ich warne immer noch vor diesem Stack hier, der wahrscheinlich morgen aktiv wird, wenn Deutschland AFK geht. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Und dann könnte es hier tatsächlich Probleme geben. Obwohl hier mehr als genug Einheiten sind. 1466 Einheiten, Kavallerie, Panzerrang 75 gegen 800, ohne dass hier eine Festung ist. Also das könnte wirklich natürlich mit ein paar Verlusten aber schnell beendet werden. Und dann könnte man Deutschland hier ganz überrennen und sich auch noch hier Preußen holen, wobei hier schon eine Level 3 Festung ist. Also auch das ist jetzt nicht so gänzlich einfach. Alles so ein bisschen schwer zu entscheiden. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich Gas geben muss, damit wir dieses Game am Ende gewinnen und ein bisschen mehr Tempo machen muss, sodass ich schnellstmöglich hier an die erste Stelle komme und dann auch quasi immer mehr meine wirtschaftliche Überlegenheit nutzen kann. Ich weiß gar nicht, welche Statistik da dran war. Ja, genau. Ich bin natürlich hinterm Kongo, also deutlich über Platz 3, was meine Industrie angeht, aber immer noch hinter Kongo. Und ich hoffe, dass meine Investition jetzt auch vermehrt in Eisenbahnen über die nächsten Tage, dass die Früchte tragen werden. Hier kann ich leider keine Eisenbahn bauen, weil wir jetzt schon an Tag 7 ankommen morgen und ich direkt mit Fabriken anfangen möchte. Und deswegen kann ich jetzt hier keine Eisenbahn reindonnern, aber ich überlege aktuell auch, ob ich hier diesen Weg einfach schon mit Eisenbahn fertig pflaster. Mal gucken. Ein, zwei werde ich auf jeden Fall noch in Auftrag geben können, bevor die ersten Fabriken kommen. Und Häfen habe ich ja auch schon. Einer hier. Und wird der andere hier pünktlich fertig? Schauen wir mal. Wo ist es? Wo ist er? Da.
2 Tage 17 Stunden. Na, okay, der wird nicht fertig. 7, na, er wird auf keinen Fall fertig, bevor wir Fabriken bauen können. Aber nicht schlimm. Hier können wir dann nachträglich alles hochziehen. Und das ist so ein bisschen der Plan. Also Investitionen in die Wirtschaft und die Entscheidung, britische Ägypten als aktiver Feind, der auch eine starke Konkurrenz ist, oder die AfK-russischen Staaten. Müssen wir mal gucken. Ich denke, dass es hier unten drauf hinauslaufen wird, weil ich mir nicht sicher bin, wie die sich hier unten schlagen werden mit ihrer Aktivität. Aber das schauen wir in den nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag.